Weg und baue da einen super tollen klassischen Top Park hin. Bam. Legierungmangel. Was ist das denn jetzt? Weil man ein Recyclingzentrum hat, Wertstoffmangel. Das heißt, dass der gerade nicht arbeitet, weil es ist nicht diese Phase, wo deine Fahrzeuge rausfahren und Wertstoffe einsammeln. Das war das Problem, was ich dir gesagt habe. Doch, doch. Hm. Nee. Alter, wieso ist meine Spezialisierung denn rot? Ja, musst mal hingehen und gucken, was da... Ressourcen erschöpft. Ah, kill if it. Killed with fire. Ohne Spaß. Ich will hier was hinbauen. Ist alles voll hier. Stahl ist voll. Kollege. Ah, hier ist auch so ein Park. Ach, diese Billigparks, ich reiß mal diese ganzen Billigparks ab, das ist total für den Arsch. Weg damit. Ich möchte einen Big One haben. Bam. 8 verlassene Gebäude. Naja, ist auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wa? Hier könnte ich auch mal Park hinbauen irgendwo. Bei dir Industrienachfrage groß? Industrienachfrage ist bei mir, ach ja, auf diese Nachfragen gucke ich, das ist schon daurot die ganze Zeit, das Ding. Ich habe Wohngebietmangel, ich habe Nachfrage Industrie extrem hoch, das ist mir egal. Das ist mir völlig egal. Ich habe erstmal den Grundstückspreis so richtig schön hochgesetzt, das heißt, da wird jetzt richtig, oh Alter. Ich habe weißt du, was ich gerade gesagt habe, ich war gerade fast pleite. Hm? Ich habe jetzt 1,7 Millionen. Es ist so übel. ich hab jetzt meinen Maxismann einen Gyrocopter gekauft. Also dieses komische Copter-Ding, das Problem ist, fliegt der halt die ganze Zeit umher. Ganz cool eigentlich. Oh Mann. Ja, also TV-Geräte zu handeln, das ist der Bringer, sag ich mal. Ich mache so viel Geld, das ist unnormal. Vor allem, wenn ich jetzt noch, ich könnte auch noch eine Prozessorfabrik bauen und noch so ein Drecksding bauen. Wäre ein bisschen Overkill, glaube ich. Der macht 6000 Kisten am Tag. Der macht auch 6000. Wir haben 12.000. Die verbrauchen pro Tag 4,8. Und der hier auch, ne? Der auch. Haben wir 9,6. Hm. 9,6. Die produzieren also ein bisschen mehr Prozessoren als sie können. Aber ich könnte theoretisch noch... Meine Fort 1,2... Wenn ich noch einen baue, habe ich 10, 8. Dann hätte ich... Ah, ich baue noch eine Elektronikfabrik mit zwei Dingern. Da müsste ich von der Chip-Produktion genau auskommen, was da produziert wird. Aber absolut genau. Heißt, ich baue noch eine TV-Fabrik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und eine Halux-Elektronikfabrik. Wo baue ich die denn? Frage ist, ob ich ein Recyclingzentrum wieder dicht mache, weil so viel brauche ich echt nicht. Wie jetzt? Ich bin kurz davor, ein neues Recyclingzentrum zu bauen. Ja, also ich habe ja vier. Ich habe ja vier. Achso. Gut. Und wenn ich mir die Recyclingkarte so angucke. Mein Geld geht aber irgendwie immer niedriger. Dein Geld geht was? Wird immer weniger. Exportierst du auch deine Mikroprozessoren? Ich... Ja. Export... Ja. Dann stopp mal kurz den Import von dem Plaster. Nein. Also wenn du siehst, dass dein Lager und dein... Also meinetwegen deine Prozessorfabrik ist erstmal gesaved, sag ich mal. Also die hat genug Plaster. Stoppe den Import von Plaster. Guck auch, dass du nichts anderes importierst, ne? Hm. Boah, ich glaube, ich mache wirklich eine Recyclingfabrik zu, weil ich habe hier irgendwie keinen Platz mehr für. Also ich importiere wirklich nur Plastik, obwohl das im Moment
Machst du denn Plastik ist im Moment auch machst du lokal. Denn Legierung? Hast du denn genug Legierung eigentlich? Nee. Nee. Warte mal, nee, ich muss ja... Oh nein, ich habe Legierung auf Export. Das ist ganz, ganz schlechte Idee. Eine ganz, ganz schlechte Idee. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Aber ich habe ja meine Mikroprozessoren habe ich noch nicht verkauft. Deswegen müsste ich ja gleich noch Geld kriegen. Müsstest du, ja. Ja, und ich bin noch bei... Also 60.000 habe ich noch. Minus 390 die Stunde. Alles im grünen Bereich. Ich kann ja sonst mal Geld drüber schicken, ne? Also, warte mal. Nein, brauchst du nicht. Alles gut, jetzt mach. Nee, ich hab genug. sag bitte etwas. Ich schick dir eine Million rüber oder so. Eine Million? Was soll ich denn? Soll ich denn da fällt mir ein, ich könnte mal dieses Großprojekt anfangen zu bauen hier. Dieses Archaeology-Ding jetzt bummens da. Oh, 12 verlassene Gebäude. Fehlende Kunden. Ohne Spaß, ey. Ich mach das Gebiet hier Platz ohne Spaß. Wieso kann ich das Gebäude nicht? Aber so langsam müsste der ja auch mal verkaufen hier. Er macht das nur wenn da 1000 sind. 1000 Kisten oder 10 Tonnen. Also kommen immer diese so hohen Zahlen macht er. Ja gut, ich bin auch bei 500. 5000. Ja, dann. Oh, 5000. Hallo. Cool. 3,3 Millionen, ich glaube, ich spinne, ey. So, jetzt werde ich hier das Ding weghauen. Ja. Wertstoffmangel. Produktion angehalten. Oh, Mann. Was fehlt dir? Hier, Recyclingzentrum. Hat aufgehört zu arbeiten. Und wie Beamte sind das? Naja, sag ich ja, die sind echt total schräg. Typen. Will der denn hier? Mangel an Arbeitern. Kauf dir welche. Kauf dir welche, du Vogel! Warte, ich könnte hier mal wegmachen, mein Industriegebiet. Und dann baue ich da mein nächstes. Ah, siehst du, ich habe Geld gekriegt. Das ist doch gut. Geld ist immer gut. Gut. Da lacht das Herz. Ja. Auf jeden. Ja, ich habe meine Prozessoren verkauft. Ja, siehst du, genau jetzt, das ist der Plan. Ne? Jetzt aber mal fix hier das Recyclingzentrum bauen. Ja, jetzt hier nicht rumweinen. Ich finde es schade, dass man manchmal die Schilder von Gebäuden nicht direkt auf die Gebäude draufbauen kann, sondern halt immer nur irgendwie so daneben. Ist doof. Gefällt mir nicht. Ohne Spaß, ich mache jetzt hier das hier weg und baue jetzt hier mehr Leute hin. Oh, die ja, meine, nicht so rum. Meine das ist Luftverschmutzung. Ja, ich müsste mal Bäume. Da hilft auch Dings dagegen, also auch Bäume. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie kann ich den bauen? Ach da. Bäume. Ich habe hier ganz komische Sachen gemacht. Ich habe hier teilweise grün und teilweise blau in einem Quadrat gemacht. Das ist irgendwie ganz komisch. Das muss man jetzt nicht verstehen. Ja, auch wieder. Was hat sich der André dabei gedacht? Keiner weiß es. Aber das ist egal. So, 150.000. Ja, jetzt werde ich mal die Steuern wieder ein bisschen runter machen, weil wir verdienen ja echt genug mittlerweile. Aber was bist du denn bei den Steuern? Ich war gerade bei 11%, jetzt bin ich wieder bei 10%. Ich mache minus 31.000 pro Stunde Verlust. Und mache im Monat 4 Millionen und Profite 3,3 Millionen. Ihre Stadt kann keine Fortschritte machen, bis das Problem behoben ist. Die Temposteuerung wurde aktiviert. Bist du pleite, ne? Ist auch pleite. Soll ich hier nicht mal Geld rüber schicken? Ein bisschen was?
Ich will mir aber nicht vorkommen wie so ein Bettler. Ach Quatsch, warte mal. Geschenk. Mann, kann man dieses scheiß Bild hier nicht wegmachen? Mitten im Bild. Dieses Warnhinweis. Ich kann so nicht arbeiten. Keine Verbindung zu Cincinnati. Wählen Sie eine andere Stadt aus, die Ihnen Ressourcen schenkt. Ich möchte nicht... Ich möchte an Cincinnati das verschenken. Ich kann nichts nicht verschenken. Das gibt's doch nicht. Ich kann an dich nichts verschenken, weil wir wieder keine Straßenverbindung haben. Das ist doch scheiße. Das ist doch blöd, ey. Was hast du dir auch für einen ausgesucht? Das ist wirklich scheiße. Das ist totaler Mist, ey. Ja, meiner Nebenstadt kann ich was schenken, dir nicht. Ich kann ja auch nichts anderes schenken. Kann dir keine Ressourcen schicken, gar nichts. Keine Verbindung zu Cincinnati. Wählen Sie eine andere Stadt aus, die... Meine, okay, hast du einen Hafen? Nee. Ich habe selber auch keinen Hafen, scheiße. Ich habe auch keinen... Hast du einen Zugdepot gebaut? Also an die Zugverbindung angeschlossen, dich vielleicht? Ich habe hier gar keine Zugverbindung. Du hast keinen Zug bei dir? Nee. Du hast nur eine Autobahn? Höchstens Autobahn und Hafen. Oh, scheiße. Und ich hab halt keinen Hafen dafür, Zug und Autobahn. Boah, das ist scheiße. Ich könnte höchstens versuchen... Ja, aber auch meine Nebenstadt hat halt ja keinen Hafen. Das ist doch eine Scheiße. Ich versuche mal meiner Nebenstadt Geld zu geben und da einen Hafen zu bauen oder sowas. Anders ich verschenke an Sunset, genau. Wir verschenken, boah, nicht 3 Millionen, 3 Millionen ist vielleicht ein bisschen viel. Sagen wir mal für den Anfang 600.000. So. Schenken Sie einem Nachbar 200.000 oder mehr. Der Menschenfreund. Kein Achievement bekommen. Nice. Ja, wenn ich die Steuern hochgehen, kann ich auch nicht. Die volles Matt, ne? Nee, muss dann erstmal kurz einen Kredit aufnehmen. Ich meine, woran hängt's? Kaufst du zu viel ein? Also du musst die Legierung kaufen, ne? Das ist, bringt dich wahrscheinlich ziemlich stark. Nee, Legierung kaufe ich jetzt nicht. Ich habe aber jetzt gerade auch noch, ich habe gerade das neue Recyclingzentrum gebaut. Ja. Dann hatte ich meine Plastik noch auf Import, was jetzt allerdings voll ist. Dann mach das lokal. Ja, das Recyclingzentrum, wenn du das baust, hat schon Plasteverwertungen mit drauf, ne? Das kannst du auch wieder wegreißen. Das kannst du aber auch einfach lassen, ne? Wie du willst. Ja, 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 klar. Ne? Ja. Mal gucken, wie ich das auch hinkriege. Ja, ich denke, ich lege mal meine Feuerwehr still. So mit Kosten von 4.000 ist die Feuerwehr ganz schön teuer. Ja, ich weiß, auf jeden Fall. Geht jetzt auch weiter. Jobs verfügbar in Cincinnati, leere Schreibtische in Cincinnati. Ladenbesucher in Cincinnati wollen Geld ausgeben. Wieso kriege ich die ganze... Achso, das war wahrscheinlich von dir, Dame. Vorhin. Soll ich gleich mal, wenn ich gleich mal... So, jetzt habe ich mein Geld verschickt. Hotel McDonald. Nice. Ich glaube, wenn ich gleich mal Geld hab, brauche ich mal einen Hafen. Kannst du machen, ne? Vielleicht geht da ja was. Da geht was, auf jeden Fall. Ich weiß, grundschlecht ausgebildet. Ach, ich habe hier andauernd schlecht ausgebildete, also Gebäude, die leer stehen, weil schlecht ausgebildet. Schlecht ausgebildete Gebäude habe ich die ganze Zeit. Die Lands auch nicht die Gebäude, verdammt nochmal. Echt unglaublich. Das gibt's gar nicht.
So, ich guck mal, ob ich jetzt hier einen Hafen bauen kann in der Stadt, die ich jetzt hier habe. Und guck dann mal, ob wir da vielleicht dir dann was rüberschicken können. Boote, Hafen. Ich habe allerdings noch gerade noch keinen, ne? Okay. Kostet denn 31.000. Hast doch kein Geld, ne? Scheiße. Doof. Komm ich hin, Moment. Die ist doof. Bin gleich. Ja, geil. Jetzt kam Geld an meine Region verschickt, ja. In meiner Region ist nicht angekommen. In meiner anderen Stadt, in meiner zweiten Stadt. Nicht angekommen. In meiner ersten Stadt wurde es aber abgezogen und es kam auch die Meldung, dass es verschickt wurde. X kommt gar nicht. Schön 500.000 in den Jordan geschickt. Gut, dass du keine Million genommen hast oder so. Mhm. Na gut, die Stadt macht hier 1.500 Gewinn. Also meine Prozessoren müssten gleich da sein und dann müssten die direkt verkauft werden. Das Blöde ist natürlich, mein Recyclingzentrum hat noch keinen weiteren... Hier diesen, sag schon, Leichtmetall Wiederverwertungsanlage. Okay. Das ist die Frage, ob ich erst das baue oder einen Hafen. Bau erstmal, dass damit deine Sache stabil bleibt, ja. Ist eigentlich wichtiger. Oh, 4 Tote am Tag pro Tag, das ist nicht gut. Die ist nicht gut. Sollen wir noch einen Krankenwagen bauen hier? Alter, 10.000. Große Probleme im Gesundheitssystem. Ja, ich weiß. Ich schaue gerade im Internet nach, was man bei einem Brand machen kann. Das läuft ziemlich langsam heute. Ja. Nicht viel kannst du da machen, ne? Könnte jetzt meine Feuerwehr wieder aufmachen. Könnte das Haus auch abbrennen lassen. Ach, aufgeschissen auf den Dreck. Echt die Technik, ey, komm. Auf, 78.000. So. Was denn auch? Was ist los? Ich kann mal jetzt eben für meine Ressourcen bauen. Okay. Irgendwie ist das hier ganz schön eng. Ich glaube, ich muss die Straße mal wieder wegmachen hier. So, warte, ich kann noch einen Hafen bauen. Ich glaube, auch noch hin. Ach, da muss ich das da genau, muss ich den Fußballplatz wegreißen. So, eigentlich möchte ich hier gar keine Industrie aufbauen. Ich will eigentlich nur Kommerz aufbauen. Gewerbetool eigentlich nur. Dann werden wir mal hier ganz fix das hier alles wegmachen. Hä? Ich hab da nicht drauf geklickt. Wie funktioniert das denn jetzt hier nicht? Schon wieder so viel rumbauen hier. So. Sieht auch ganz gut aus. Die Straßen sind ziemlich geil. Ich hab die Straßen so schöne Klippen runtergebaut. Sieht super toll aus, sag ich dir. Hafen hat er. Wie gemalt. Hafen hat er, sagst du? Super. Ich kann leider bei mir noch keinen Hafen bauen, weil ich nicht genug Geld habe. Geld kommt ja auch nicht an. Sunrise braucht Ladenbesucher, ich weiß. Hui, die Gefängniszellen sind voll. Ich kann nichts bauen, weil ich kein Geld habe.
Och Mann, das ist doof. Wieso kriege ich denn hier kein Geld? Ich habe jetzt 2000 pro Stunde. Oh, das ist halt nix, ne? Ist halt nix.